Begrüßen Sie jetzt mit mir Ute Hörner. Sie ist Professorin an der Kunsthochschule für Medien in Köln, speziell im Bereich transmedialer Raum. Und sie stellt uns ihr Projekt vor, ein Kollektiv, ein Interspezies-Kollektiv der besonderen Art. Du brauchst noch ein bisschen. Sie ist eben Medienprofessorin. Was soll man sagen? Ja, vielen Dank an Stefanie und Philipp für die Einladung zu Togetherness. Ich habe gestern den Tag schon total genossen und heute auch. Und ich finde auch sehr schön diese Zwischenspiele von euch Künstlerinnen hier am Workshop. Und ich habe das Gefühl, das ist ein ganz starkes Gefühl von Togetherness. Und ich freue mich darauf, was sich daraus entwickeln wird. Und bin auch sehr gespannt, das zu sehen. Ich glaube, im September, oder? Und ja, heute habe ich das Vergnügen, Interspecies Kollektiv Smuk vorzustellen. Matthias wäre gern dabei, er ist aber auf dem Sofa, macht Mittagsschlaf mit den Vögeln. Das ist einfach schwierig, wenn man mit Tieren zusammenlebt, kann man nicht so leicht reisen, aber deswegen wechseln wir uns einfach ab. Und ja, ich versuche mal, ob ich hier weiterkomme. Um uns so ganz kurz vorzustellen, Matthias und ich haben ursprünglich mal Bildhauerei studiert, bevor wir zur Medienkunst kamen. Wir arbeiten seit den 90er Jahren zusammen und ja, seit 2014 arbeiten wir auch als Interspecies-Kollektiv zusammen mit Clara, Theo, Giselle, Kasper und Karl. Das war für uns nicht schwierig, weil wir waren ja eigentlich schon das kleinste Kollektiv und das Größte zu denken war eigentlich eine relativ einfache Sache, hat aber trotzdem eine Weile gedauert, bis wir dahin kamen. Und wir sind seit 2009 Professorin an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Und die Diskurse der Human Animal Studies spielen eine zentrale Rolle auch für uns als Lehrende. Und um euch ein Beispiel zu geben, wir machen beispielsweise ein Seminar, in dem es um Multispecies Narrations geht, also wie kann man Technologien einsetzen, um Perspektivwechsel zu zaubern, VR beispielsweise, 360 Grad Video, also wie können diese Technologien einen anderen Blick ermöglichen für uns als Menschen. Aber wir machen auch so ganz praktische Sachen, wie beispielsweise Exkursionen zu Hof Butenland. Viele von euch kennen das. Hier sitzen wir im Hof bei Karin und Jan und mit den Tieren zusammen. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, auch diese Erfahrung zu machen. Und ja, unsere Gefährtinnen sind auch immer wieder Teil des Teaching Teams. Besonders Clara, die sitzt hier bei Matthias auf der Schulter, ist total gerne mit den Studierenden zusammen. Und ich finde, sie ist eine ganz gute Professorin, sehr gute Professorin. Und in den folgenden etwa 20 Minuten möchte ich euch die Geschichte unserer Interagency erzählen, also wie wir zusammen leben, wie wir zusammen wirken, wie wir uns gegenseitig beeinflussen, aber auch welche Handlungsmacht wir als Einzelnen haben. Und auch wenn jetzt ich es bin oder Matthias und wir es sind, die diese Geschichte in Worte fassen und vielleicht auch historische Bezüge herstellen, ist es doch so, dass unsere Gefährtinnen als Co-Autorinnen unserer gemeinsamen Erfahrung in diese Erzählung eingebunden sind. Und sie tun das als handelnde Subjekte, deren künstlerische Zerstörungen, Eingriffe und Hinterlassenschaften unseren Alltag prägen. Sie sind in den gemeinsamen Arbeiten präsent. Ich erzähle jetzt ein bisschen unsere Geschichte. Clara kam im Jahr 2000 als junger Vogel zu uns, zusammen mit ihrem Bruder Francesco. Und als klar wurde, dass die beiden kein Paar werden würden, und das kommt mit der Pubertät, wenn Papageien etwa 6 Jahre alt werden, bei Graupapageien, merkt man, geht das oder geht das nicht, und die beiden konnten sich nicht mehr ausstehen. Damals haben wir uns entschieden, ihnen die Möglichkeit zu geben, neue Partner zu finden. Das war hier in einem Tierheim in Berlin. Und dort hat Clara Karl gefunden, der ist links im Bild. Und Francesco, das war ihr Bruder, ging damals mit einem anderen Partner in eine andere Familie, was auch nicht so leicht war für uns. Und Karl, den ihr hier seht, niemand konnte uns sagen, wie alt er tatsächlich war, aber er hatte einen Ring und der Ring war vor der offiziellen Zeitrechnung. Also man kann davon ausgehen, dass er zu dem Zeitpunkt etwa 50 Jahre alt war, also 50 Jahre in Menschenalter. Und ja, unser Zusammenleben hat ganz unterschiedliche Phasen durchlaufen. Also am Anfang stand so ein starkes Interesse an der Sprachfähigkeit von Papageien. Wir haben als Künstler immer mit Sprache gearbeitet und diese Idee, über Sprache kommunizieren zu können, die hat uns total fasziniert. Und damals haben wir die Arbeiten von Irene Pepperberg gelesen, die am MIT im Labor mit Graupapageien geforscht hat, zu den kognitiven Fähigkeiten und den Sprachfähigkeiten.
Aber natürlich hatten wir keine Vorstellung davon, was es bedeuten würde, mit Tieren, die so intelligent sind und die auch nicht domestiziert sind, zusammenzuleben. Und ich kann mich gut erinnern, wie die beiden Flügge geworden sind. Und die saßen auf dem obersten Ast eines Baumes in unserer Wohnung. Und die haben sich die Lunge aus dem Leib geschrien. Und sobald die dann richtig fliegen konnten, dann haben die Sturzflüge über unseren Köpfen gemacht. Und die haben uns gebissen. Und das waren wirklich so widerständige Praxen, die sie an uns ausgeübt haben. Also es war einfach Widerstand auch gegen diese menschliche Umgebung, an die sie sich anpassen mussten. Und als wir damals irgendwann nicht mehr weiter wussten, haben wir uns Ratgeber besorgt. Und es gab eine ganz Vielzahl von Regeln in diesen Ratgebern für das Zusammenleben mit Companion Parrots. Companion Parrots dürfen beispielsweise nicht selbstständig aus dem Käfig raus, sondern die müssen rausgenommen werden und zurückplatziert werden. Die dürfen nicht auf dem Boden rumlaufen, weil das menschliches Territorium ist. Sie sollen nicht auf der Schulter sitzen, aber auch nicht auf dem Kopf, weil das Dominanz ausdrückt. Und das sind aber alles Sachen, die sich eigentlich als eine sehr genuin menschliche Erzählung herauskristallisiert haben. Und auch wenn vieles von dem, was wir damals gelesen haben, sich für uns als unbrauchbar erwiesen hat, wurde durch diese Lektüre doch klar, dass es darum gehen würde, uns und sie so weit zu sozialisieren, dass das Zusammenleben möglich ist. Und da wir gar nicht viel Interesse am Kommandieren hatten, haben wir eigentlich nur das Nötigste getan, um nicht gebissen zu werden. Gleichzeitig ist uns aber auch gedämmert, wie verletzlich und abhängig sie von uns waren. Und wir hatten wirklich das Gefühl, jetzt eine komplizierte Verbindung eingegangen zu sein. Also eine Art complicated agencement, wie man es ja, das Spree das nennt. Also eine Verbindung, in der es keinen widerspruchsfreien Ausweg gibt. Und ja, um das mit den Worten von der Philosophin Laurie Grün zu sagen: Even the most thoughtful, compassionate, domesticated relationships can't erase the fact that companion animals are forced to live by our cultural standards. Companion animals are in a very real sense our captives. Und Clara und Francesco, wie ihr Bruder hieß, waren damals in unserer Vorstellung noch sogenannte Haustiere. Und wir waren sogenannte Haustierhalter. Und wir haben versucht, so gut es ging, uns um sie zu kümmern. Und Papageien essen nicht gerne allein. Und in dem Video, das ich euch gleich zeige, geben wir so einen Einblick in unseren damaligen Multispecies-Haushalt. Das ist ein kurzes Stück. Ich versuche mal, ob das von hier funktioniert. Wenn nicht, muss ich die Technik bitten, das einzuspielen. Ist ja jetzt auch schon über 2000, also schon ganz schön alt, wurde damals auf echt vielen Festivals gezeigt. Und je öfter das gezeigt wurde, desto mehr fragten wir uns natürlich selbst, also wie war das eigentlich möglich, dass wir diese Vögel liebten und die anderen Vögel gegessen haben. Und ein Student von uns, Pascal Dreyer, der hat dann diesen Begriff Interspecies Cannibalism geprägt. Und das war das, glaube ich, auch, was wir da gemacht haben. Ne? Und viele der Arbeiten aus dieser Zeit, die handelten eigentlich von diesen kognitiven Dissonanzen, also dieses Zusammenleben im Multispecies-Haushalt. Das hat uns in schwierige Situationen immer wieder gebracht, weil wir noch keine Entscheidung getroffen hatten. Und ja, ich zeige euch mal eine weitere Arbeit aus der Zeit. Das ist Contact Call von 2006.
Und das war eigentlich die erste Arbeit, in der die Papageien selbst zu Wort kommen. Die Arbeit handelt von ihrer Art, mit uns zu kommunizieren. Und die war ganz anders, als wir es uns vorgestellt hatten. Sie nutzten zwar menschliche Vokalisationen wie Hallo oder Komm her, aber eigentlich bevorzugt haben sie die Äußerungen von nichtmenschlichen Akteuren, also elektronische Geräte wie Telefon, Fax, Desktop-Sounds, also praktisch die Stimmen der Rivalen, mit denen sie um unsere Aufmerksamkeit kämpften. Und ich habe da auch einen kleinen Sound dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das einspielen könnt, vielleicht. Das wäre schön. Ich glaube, das so zum Verständnis reicht das. Ne? Das war natürlich super, super nervig in der Ausstellung, ständig Handy klingeln. Ne? Und um rauszufinden, wo genau die Töne herkommen, mussten die Besucherinnen, das war hier im Mainblauer Projektbau in Berlin, musste man auf diese kleinen Podeste steigen, eigentlich so eine Zirkussituation, ne? Wo man auch selbst so ein bisschen vorgeführt wird. Und dann konnte man durch dieses Guckloch dann sehen, wer die Urheberinnen der Geräusche waren. Und das waren unsere Papageien, die schauten die Besucher aus dem Kasten heraus an. Und zwar nur so lange, wie man schaute. Also da waren Sensoren eingebaut, die haben das gemessen. Und sobald man weggeguckt hat, ging das Klingeln wieder los. Ne? Das war super nervig. Und trotzdem waren die Aufnahmen da drin, die waren so bezaubernd, weil wir haben einen Special Effekt verwendet, der gerne in Naturkundemuseen zum Einsatz kommt. Pepper Ghost. Dadurch erscheinen die wie in so einem Hologramm in diesem Kasten drin. Also man wollte gucken und ja, das hat sehr schön funktioniert. Und ich zeige hier mal nochmal so einen Blick von oben, damit ihr euch das vorstellen könnt. Eine weitere Arbeit aus der Zeit, die ich ganz kurz zeigen möchte, ist Kramfors. Das war ein Ledersofa, das wir selbst besessen haben, also von IKEA. Das haben wir demontiert und Clara und Karl, da gibt es ein Video dazu, wie das gemacht wird, also von Abziehen zu neu konstruieren. Die beobachten das die ganze Zeit und ich fand beim Anschauen, die verhalten sich wie so Stifterfiguren, ne? In mittelalterlichen Gemälden, so am Rand, aber dennoch sehr präsent. Und das ist ein Bild von Clara, sie sitzt auf dem Tisch, da habe ich gerade das Leder ausgebreitet vom Sofa, um es zu bearbeiten. Und ja, es war tatsächlich so, dass die Vögel eigentlich überhaupt unser Bewusstsein für Tierrechte geschärft haben. Uns wurde klar, wir leben hier in Widersprüchen, die so nicht mehr haltbar sind. Ne? Und und dann gab es einen Übergang. Also man kann sagen, Clara und Karl haben schon lange mit uns oder mit uns zusammengearbeitet, ohne dass uns das so richtig klar war. Einerseits gab es da den Auftrag, ein Haustier zu sein, für den emotionalen Gleichgewicht der Familie zu sorgen. Das hat oft nicht funktioniert. Andererseits gab es Aktivitäten, die haben sie total gerne gemacht, mit großer Begeisterung ausgeführt. Und im Sommer 2014 begannen wir eben, diesen Blick auf dieses Schaffen zu richten, also was sie selbst machen, ihre Agency im Sinne von Handlungsmacht. Und das waren vor allem Zerstörungen von Gegenständen in unserem geteilten Haushalt. Und viele von diesen Zerstörungen hatten ganz offensichtlich ästhetische Qualität. Und deshalb haben wir angefangen, die fotografisch festzuhalten. Und so entstand die erste Serie, die ist Weekly, basierend auf überarbeitenden Magazinen der deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Und während wir den schwarz-weißen Teil gelesen haben, bearbeiteten Clara und Karl das farbige Magazin. Die sind reingekrochen, die haben es mit ihren Schnäbeln zerbissen, mit den Krallen darin gescharrt. Und das alles waren Handlungen, die sie mit großer Leidenschaft ausgeführt haben. Ein bisschen wie wir im Atelier arbeiten, dann zurücktreten, was trinken, was essen, weiterarbeiten. Und man kann auch sagen, das war kein Automatismus, sondern das war so eine bestimmte Stimmung, die es dafür brauchte. Ne? So ein langes Frühstück mit Zeit, also Muße, an der auch wir teilhatten. Und das war was, was wir einfach für uns haben wollten. Und dieses Bild zeigt Jane Goodall, das ist die Interviewserie »Ich habe einen Traum«. Und hier ist auch eine Ausstellungsansicht, wie die Weeklies gezeigt werden. Das war in der Ausstellung Animal Lovers hier in Berlin. Und man kann auch sagen, dass Clara und Karl unterschiedliche Handschriften haben. Das ist ein Bild von Karl. Der hat wirklich ein ganz kleines Fitzel alles zerbissen.
Während Clara ganz großzügig mit den Krallen so rupft. Also man konnte schon noch sehen, wer was gemacht hat. Für uns hat sich dann die Frage gestellt, was ist das eigentlich? Ist das Arbeit oder ist das Spiel? Und Arbeit oder Spiel ist ja eine Frage, die in der Kunst recht häufig gestellt wird. Viele würden ja sagen, Kunst ist ein höheres Spiel. Lynn Hirschman hat mal gesagt, und ich denke auch ein bisschen selbstironisch, all art is playing, we play all day. Und die Vorstellung, dass künstlerisches Schaffen Arbeit ist, ist auch ja noch gar nicht so alt. Menschliche und vielleicht auch nichtmenschliche Tiere der Antike bevorzugten eindeutig den Müßiggang. Arbeit war eine banale Tätigkeit, die es zu vermeiden galt. Und eigentlich erst im 18. Jahrhundert rückte der Wandel des Arbeitsbegriffs die Arbeit in den Mittelpunkt der westlichen Konstruktion des Selbst. Und Künstlerinnen waren davon natürlich nicht ausgeschlossen. Wir haben uns gefragt, können auch nichtmenschliche Tiere sich selbst konstruieren durch Arbeit? Und tun sie das vielleicht im Zusammenleben mit uns? Und das ist auch eine Frage, die Vincien Desprez stellt in ihrem Buch What Would Animals Say If We Asked the Right Questions? Do Animals Work? Und sie spricht über die Soziologin Jocelyn Porcher, die sich in ihrer Arbeit auf das Feld der sogenannten Nutztierhaltung spezialisiert hat und die machte diese Frage zu ihrem Forschungsgegenstand. Sie begann, indem sie Bäuerinnen und Bäuern fragte, ob es für sie Sinn macht zu denken, dass ihre Tiere kollaborieren und mit ihnen zusammenarbeiten. Was ändert sich, wenn wir darüber nachdenken und was kann Arbeit in diesem Zusammenhang bedeuten? Was auch schwierig ist zu denken, da ja viele dieser Arbeitszusammenhänge eigentlich nur mit Leibeigenschaft oder vielleicht auch Sklaverei verglichen werden können. Aber auch wenn Tiere nicht mehr in Verwertungszusammenhängen leben, wie zum Beispiel die Bewohnerungen von Farm Sanctuaries, also wie Hofbutenland zum Beispiel, wo Hartmut seine Bilder auch zum Teil gemalt hat, und dann versucht man ja ganz stark, dass nicht der Eindruck entsteht, als würden Tiere arbeiten, kann man natürlich die Frage stellen, ob die Vorstellung, dass jede Art von Arbeit Ausbeutung bedeutet, nicht außer Acht lässt, dass, und das schreiben die Autoren von Zoopolis, Arbeit, Aktivität, Kooperation und Beteiligung kritische Dimensionen des Gedeihens sein können. Muss ich ein bisschen. Okay, ja. Und schließlich fragen Donald und Kimmelka: What do animals like to do? All farmed animals belong to social species. Like us, they tend to be intensely interested in what others are up to and have a strong inclination to be part of things, to participate, to belong. Und so ambivalent unser eigenes Verhältnis als Künstler zur Arbeit vielleicht sein mag, also gerade heute, wo Arbeit so internalisiert ist, Clara und Karl als Arbeitende zu verstehen, hat es uns ermöglicht, sie als Kolleginnen wahrzunehmen. Und das ist jetzt ein Bild von uns im Atelier an der Werkbank, die wir uns teilen. Und wir haben dann angefangen, so eine Liste zu machen über die Bedingungen unserer Kollaboration. Und uns war eigentlich klar, Kollaboration würde bedeuten, dass das Wichtigste wäre, dass alle Beteiligten Freude haben an dem, was sie tun. Und das ist jetzt die Liste. Und die Liste ist jetzt ein Ausgangspunkt, der kann sich immer verändern. Und vielleicht kommt euch vieles von dem auf der Liste gar nicht so vor wie Arbeit. Aber in der Kunst ist dieser Begriff ja auch weit gefasst. Und wir dachten auch viel über unsere unterschiedlichen Kompetenzen nach und darüber, was wir tun könnten, damit wir uns nicht gegenseitig ins Handpferd pushen. Abstrakter gesagt, die Grundvoraussetzung für kollektives Arbeiten ist, so schreibt es die Kulturtheoretikerin Gesa Zimmer, die Anerkennung von verschiedenen Fachkulturen und das Vertrauen in die Expertise des anderen. Und das ist jetzt eine erste Installation, die wir zusammen gemacht haben, Subtraction One. Und als wir die zum ersten Mal gezeigt haben, haben wir festgestellt, die funktioniert wie ein Conversation Piece. Also diese Stücke, die für höfische Gesellschaften gemacht wurden, um ins Gespräch zu kommen. Auf diesem Tisch sind Korkobjekte versammelt, die Clara und Karl etwa über ein Jahr herausgearbeitet haben. Und Papageien sind natürlich geborene Bildhauer. Die Schnäbel sind ganz feine Instrumente, mit denen sie ganz kunstvoll auch arbeiten können. Und diejenigen, die Claras Objekte als diejenigen, die das arrangiert haben, künstlerisch in Position gebracht haben, haben wir versucht,
Manche von diesen Objekten, die sehen ja aus wie Geister oder seltsame Wesen, aber das haben wir nicht gesteigert, sondern wir haben versucht, sie einfach so als Material zu arrangieren, dass es ja offen bleibt, was es ist. Aber natürlich haben Leute vielleicht auch Figuren da drin gesehen. Und die Betrachterinnen der Ausstellung sind um den Tisch herumgegangen und haben die Objekte sehr aufmerksam betrachtet. Und man kann die Oberflächen sehen, wie die Papageien, die Schnäbel bilden sich ab, wie Schnitzeisen so ein bisschen in der Materialität. Also es hat eine sehr feine Oberfläche und solange man noch nicht wusste, dass es von Tieren stammt, ging es vor allem ums Material und um die Form. Und mit dem Wissen darum, dass es dann eine Interspecies-Kommunikation oder Kollaboration war, kamen ganz viele Fragen zum Prozess und zu den Bedingungen des Entstehens ins Spiel. Die Leute haben dann gefragt, wie machen die Vögel das? Ist das was, was sie instinktiv tun? Macht es ihnen Spaß oder werden sie dazu angehalten? Werden sie dafür belohnt? Hängen Clara und Karl an den Objekten? Und was halten sie davon, dass sie ausgestellt werden? Aber vor allem, wer entscheidet, wann das Werk vollendet ist? Und wir fanden, das sind eigentlich so ganz grundlegende Fragen. Also Fragen, die man uns als menschlichem Künstlerpaar vielleicht so nicht gestellt hätte. Aber in diesen Gesprächen ging es ganz viel um Machtverhältnisse in kollektiven Prozessen, aber auch beispielsweise um die Rolle von Belohnung im Kunstsystem. Also was bedeutet Belohnung für Künstler? Für die gleiche Ausstellung haben Clara und Karl eines der berühmtesten Bücher des letzten Jahrhunderts bearbeitet, Die Welt, in der wir leben. Ich weiß nicht, wer von euch das noch kennt. Das war so ein Buch in meiner Kindheit. Ich glaube, dass diese Bildwelten da drin von Lincoln Carl Barnett, die haben so eine ganze Generation geprägt. Das ist eine Naturgeschichte der Welt, von der Entstehen der Planeten bis in die Gegenwart. Und als Kind war ich immer total hin und her gerissen. Ich habe das so zwischen Faszination und Abscheu betrachtet. Da gab es Seiten, die konnte ich nur so ganz kurz aufmachen. Da war der Tyrannosaurus Rex, der gerade einen Pflanzenfresser gefressen hat. Oder Wüstenspringmaus, die von der Schlange angefallen wird. Und dieses Buch war einerseits der Versuch, wissenschaftliche Erkenntnisse der Zeit für jedermann verständlich zu vermitteln. Aber ganz nebenbei wurde auch eine ganz uramerikanische Geschichte von Fressen und Gefressenwerden erzählt. Und natürlich wurde so ein ganz ungebrochen anthropozentrisches Weltbild auch erzählt. Also mit dem Wir im Titel, wer da gemeint war, war vollkommen klar. Und wir sind Menschen und die anderen müssen sich an uns messen lassen. Und wir fanden es Zeit, dass es da eine Revision gibt. Und das haben Clara und Karl gemacht. Und das war, ja, es war der erste Laieneinband. Naja, hier unten ist es jetzt ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, der Laieneinband war wirklich der besondere Genuss da dran. Und während das ja für uns als Menschen immer um die Beziehungen zu den Büchern geht, um die Inhalte, war es für Clara und Karl vermutlich eher die Materialität, also die Stärke der Einbände, unterschiedlicher Widerstand von Papier. Ich nehme auch an, ein bisschen der Klang der Materialien, also insbesondere bei Pappe, da geht es darum, dass es knackig ist und gut klingt. Und natürlich kann es auch sein, dass die beiden diese Arbeit in Dimensionen wahrnehmen, die wir als Menschen gar nicht verstehen können oder wahrnehmen können. Das ist jetzt eine Ausgabe von Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, Dünndruck, bei Surkamp verlegt. Das sind die Lehren des Buddha, ist ein bisschen sparsam bearbeitet. Und das ist ein Material, das sie sich selbst ausgesucht haben. Und das kann man nicht so oft machen. Und ja. Dann haben wir eine Arbeit gemacht, die hieß Jurassic. Das ist ein Teil davon und es ist jetzt inzwischen in eine größere Installation eingebaut worden. Die heißt Dollhouse for Dinosaurs und da haben wir mit dem gearbeitet, was beim Erkunden von Michael Crichtons Novelle übrig geblieben ist. Also wie Archäologin haben wir versucht, die Überreste dieser vergangenen Kultur wieder zusammenzusetzen. Und wir alle wissen ja, Vögel sind nicht nur die Nachfahren der Dinosaurier, das sind die Überlebenden der Dinosaurier. Und das wollten wir mit dieser Arbeit wertschätzen und ich glaube, in jeder naturkundlichen Museumspräsentation sollte eigentlich eine VR-Brille dabei sein. Und wir haben versucht, auf unserer VR-Brille den Alltag der Dinosaurier in ihrem natürlichen Habitat zu zeigen. Und Vögel können eben fast 360 Grad sehen. Und deshalb haben wir auch die Aufnahmetechnik angepasst. Und vielleicht können wir das Video kurz einspielen. Ja, das ist jetzt ein bisschen schade, dass ihr es nicht auf der VR-Brille sehen könnt, weil das nämlich ziemlich komisch ist. Die Kameraperspektive ist, als wäre man ganz klein, wie ein Vogel selbst. Das macht einfach die Kamera. Und diese Teller, die sind riesig, die sind wie so Teiche, in die man springen kann. Und auch Matthias und ich, wir sind richtige Riesen halt. Ne?
So. Als wir die Aufnahmen gemacht haben, sollten das eigentlich Testaufnahmen sein. Und wir wussten damals nicht, dass es so eigentlich die letzten Aufnahmen waren, die wir von Karl gemacht haben. Karl ist im Sommer 2018 gestorben und er ist fast 60 Jahre alt geworden und das ist auch ein hohes Alter für einen Papagei. Trotzdem haben wir ihn natürlich sehr vermisst und durch seinen Tod haben wir verstanden, was das bedeutet, diese Idee von Becoming With, gemeinsam werden von Donna Haraway, dass es eben auch bedeutet, gemeinsam zu sterben. Und dieses Bild zeigt Karl am Strand. Es war in der Bretagne, wo wir oft unsere Ferien zusammen verbracht haben. Und ein Projekt, das wir gerade angefangen hatten zu der Zeit, das hieß Karl Islands. Und das ist dann eine Hommage an ihn geworden. Und wir hatten vor einigen Jahren angefangen, Fotos zu machen von seinen morgendlichen Hinterlassenschaften. Und die hat er immer so mit Nachdruck präsentiert. Und die Konstellation in seinem Code, diese unterschiedlichen Substanzen, die darin vorkommen und wie das zusammengesetzt ist, das hat uns immer fasziniert. Und manche davon, die sahen aus wie komplizierte Zeichen oder Symbole, also könnten Schamanen vielleicht die Zukunft daraus lesen. Andere sahen aus wie ferne, mit Nebeln bedeckte Landschaften aus der Vogelperspektive. Und wir hatten eben insgesamt den Eindruck, dass Karl auch diese Erscheinung irgendwie ernst nahm, dass er das für bedeutsam hielt und dass er wollte, dass wir uns das anschauen. Und ich denke natürlich, gut verdauen zu können, ist auch wichtig für ein älteres Lebewesen. Das hat ja was mit dem eigenen Ökosystem zu tun. Und wir haben dann angefangen, diese Objekte freizustellen, fotografisch und auf einen grünen Grund zu legen. Die Farbe, die in der mittelalterlichen Denken der Liebe und der Natur zugeordnet ist. Und haben sie dann auf Samt drucken lassen, auch einen der kostbarsten Stoffe der Zeit. Und haben sie dann zu einem Kilt zusammengefügt. Ja. Also hier sieht man jetzt den Kilt in der Installation. Der wird wie so ein prächtiger Mantel auf dem Boden ausgebreitet und unter der Decke. Da gibt es so eine Wölbung. Man kann vermuten, dass es eine menschliche Figur ist. Vielleicht schläft sie, vielleicht träumt sie. Und wenn man näher kommt, dann kann man ein kleines Geräusch hören. Und das ist das Geräusch von Schnäbeln. Papageien haben innen am Schnabel so eine Riffelung. Das klingt so ein bisschen so ein Knuspern. Und das ist eigentlich ein Komfortgeräusch, wie es Katzen auch machen, so ein Schnurren. Und Karl hat das ganz oft gemacht, vorm Schlafengehen, manchmal minutenlang. Und die Aufnahme, die man dort hört, ist auch davon. Hier ist nochmal eine andere Aufnahme. Da ist so ein verwitterter Ast. Und als könnte man da reinklettern oder oft rauskommen. Und ja, als Karl gestorben war, haben wir natürlich viel über seine Geschichte nachgedacht. Und das war auch ein Teil unserer Trauer um ihn. Und da aus dem Tierheim kam, konnte uns keiner sagen, wo er die ersten 4 bis 5 Jahrzehnte seines Lebens verbracht hatte. Und das Einzige, was wir so mit Sicherheit wussten, war, dass er noch in der Wildnis geboren wurde, bevor er gefangen und verkauft wurde. Und da wir über ihn als Person so wenig rausfinden konnten, haben wir angefangen, uns für die Geschichte der afrikanischen Graupapageien in Europa zu interessieren, die eng mit der Geschichte der Sklaverei verbunden ist. Und ja, die ersten Bilder, in denen Graupapageien auftauchen, stammen von Francesco Melzi, Portrait of a Man with Parrot von 1525. Und Lukas Cranach, dem Älteren, das ist ein Porträt des Kardinal Albrecht von 1526. Der Graupapagei sitzt auf dem Tisch. Und beide Gemälde stammen aus der Zeit, in der auch der transatlantische Sklavenhandel seinen Anfang nimmt. Afrikanische Graupapageien kamen nach Europa über die gleichen Handelswege, mit den gleichen Schiffen, in anderen Worten mit den gleichen Unternehmen, die mit Zucker und Sklaven handelten. Und viele haben die Überfahrt nicht überlebt und noch mehr starben dann in der neuen Umgebung, die für sie so ungewohnt war. Und diese Karte zeigt die Routen des transatlantischen Sklavenhandels verbunden mit der Anzahl der menschlichen Gefangenen. Der Handel mit Karls freilebenden Artgenossen und die Zerstörung ihrer Umwelt haben dazu geführt, dass sie in vielen Regionen Afrikas vom Aussterben bedroht sind und heute leben vermutlich mehr Graupapageien in Amerika, Europa, Asien und Australien als in ihren Ursprungsländern. Und im Moment haben wir angefangen, eine Multi-Species-Ethnography zu entwickeln mit dem Titel Parrot People. Das wird uns die nächsten Jahre beschäftigen. Und in dieser Multispecies-Ethnography wollen wir der Frage nachgehen, welche Beziehungen zwischen Papageien und Menschen möglich waren und sind und was es heute bedeutet, sich um Individuen dieser Spezies zu kümmern, sich für sie einzusetzen.
Dafür wollen wir die Bewegungen der Vögel in Zeit und Raum, also alte und neue Habitate, in einer großen räumlichen Karte zusammenfassen und sie zusammen mit Karten zeigen, die Papageien angefertigt haben. Also Karten wie Carl's Island, die rätselhaft sind. Oder ja, diese Karten, Weltkarten, die Clara und Karl in die Seitenflächen eines großen Transportkartons genäht haben. Und damit möchte ich auch schließen und danke euch für eure Aufmerksamkeit.